Herzlich willkommen beim Hero Camping Center. Wir haben wieder ein neues Video für euch. Was haben wir heute? Wir haben wieder mal einen Kabe. So, das ist jetzt der letzte, den wir jetzt wahrscheinlich so ziemlich dieses Jahr bekommen haben an Wohnwagen. Das ist jetzt wirklich die Baureihe 24, ist jetzt abgeschlossen. Unsere letzte Lieferung, ein Imperial 630 TDL KS. Der Wagen steht jetzt auch bei uns. Und wie der jetzt ausschaut, das schauen wir uns an. Es geht vorne los. Was haben wir hier vorne? Wie immer unsere ganz normale Ansicht. Besonderheit bei diesem Wagen jetzt hier. Wir haben ein Panorama vorne drin. Da der keine Frontküche hat, ist das jetzt nicht Serie, da muss man das extra bestellen, haben wir hier gemacht. Dann wirkt er natürlich dementsprechend schön offen mit seiner Sitzgruppe vorne. Ja, ATC ist drin, das ist ein Imperial, der hat schon sehr viel ab Werk. Und dann geht es dementsprechend los hier. Was haben wir vorne? Wieder unsere Duo-Kontrolle ist drin, der Gasaußenanschluss ist drin und so weiter. Ne? Also, dann haben wir das hier. Dann geht es hier weiter an der anderen Seite, außen. Unser Wasserfüllstutzen für den Frischwassertank. Dann haben wir den Kamin außen für die Heizung. Die alte Heizung geht da draußen über den Wandkamin raus. Dann haben wir hier verschiedene Klappen noch. Da haben wir den Citywasseranschluss, der ist mit dabei. Sieht man noch nass getestet. Machen wir dann bei Ankunft immer auch gleich, wenn die kommen. Da haben wir jetzt unsere Außendusche. So schaut die aus, der wird hier eingestöpselt. Ist normalerweise abgeschaltet, müssen wir noch machen jetzt. Dann haben wir hier als nächstes einen Außenladeraum. Ja, sieht man jetzt unter das Bett. Wahnsinnig viel Platz. Einzelbetten hat er jetzt nicht. Das war bei den anderen 630ern auch schon so, die wir jetzt vorher gefilmt haben. Die sind jetzt ja relativ ähnlich im hinteren Bereich. Vorne ist er jetzt halt völlig anders. Genau, das ist das hier. 17 Zoll Alufelgen sind serienmäßig mit drauf beim Imperial. So, dann haben wir hier die Stützen mal runter gemacht. Bei Kabel immer von der Seite. Die Heckansicht auch überall dasselbe. Da gibt es keine Unterschiede. Und hier eine Außenklappe. Außenklappe. So, normalerweise Toilette. Hier wieder Cinderella verbaut. Das heißt, da haben wir auch die Verbrennertoilette drin. Machen wir jetzt generell eigentlich bei Imperial immer, wenn wir ein Lagerfahrzeug nehmen, dass da die Verbrennertoilette ist automatisch dann bei unseren Bestellungen immer dabei. Ja, was haben wir da? Jetzt sind wir einmal schon durch. Da oben sieht man noch so ein leuchtendes Dingsbums, das ist so eine Antenne noch. Wir haben auch eine WLAN-Anlage ja drin. Und das ist aber ein nicht fürs WLAN. Das ist jetzt eine terrestrische Antenne, das ist eine DVB-T-Antenne. Da kann man den Mast noch hochschieben und so weiter. Das ist eben beim Kabel immer standardmäßig dabei. So, dann haben wir da vorne unseren Stromfach noch. Türe mal zu. Türe mit Fenster, hier einmal Stromfach. Ja, auch schon hinreichend bekannt. Haben wir hier Licht mit drin, haben wir hier 12 Volt drin, haben wir 230 mit drin. Alles ganz normal wie bei jedem anderen auch. Skifach auch drin, ganz klar. So, aufmachen. Raus geht's. Da haben wir so einen Fuß dabei, kann man das Ding abstützen nochmal und kann das hier verwenden für verschiedenste Sachen. Ja, muss nicht unbedingt Ski sein. Es gibt auch anderes Equipment, wo man da reinmachen kann. Und dann sieht man jetzt hier vorne bei diesem Modell haben wir jetzt vorne einen Knochenschalter drin. Da kann man dann die ganze Stromversorgung außer Betrieb nehmen, sodass der Wagen dann auch keinen Strom mehr braucht, wenn er mal steht. So, jetzt sind wir einmal außen durch. Wie er innen ausschaut, das seht ihr gleich. Willkommen im 630 Imperial TDL. TDL, wir haben eine Front-Sitz-Rundsitzgruppe mit schönem Panoramadach und einer LED-Beleuchtung, die ringsrum läuft. Schaut doch richtig schick aus, ne? Genau, Leder ist hier Serie bei diesem Fahrzeug. Wir haben jetzt das helle Leder gewählt, immer in Verbindung so mit den Möbeln. Passt es uns ganz gut. Da haben wir hier eine glänzende Oberfläche in der Küche. Sieht man jetzt hier sehr groß, weil die Küche ist auch wirklich groß. Halt anders wie im Frontküchenbereich. Habe ich jetzt halt oben auch größere Fächer natürlich und mehr Ablagemöglichkeiten. So, hier auch nochmal rein. Abzugshaube hat er auch mit drin, da geht auch der Schacht nach oben weg und direkt übers Dach raus. Ja, dann haben wir hier unser Bedienteil, also unser Kochfeld, das heißt einmal Cerano und einmal zwei offene Gaskocher. Darunter haben wir noch einen Backofen. Der große unten drunter. Ja, verschiedenste Fächer hier wieder, halt Zentralverschluss, einmal öffnen. So, dann haben wir noch Kaminverlängerung, wir haben die Brause für außen dabei. Schublade und nochmal Schublade und nochmal Schublade.
oder nicht? So, einmal drücken, dann geht es auch auf, da haben wir offen. Dann sind hier die zwei Mülleimer drin. Nochmal Schublade und hier die Besteckschublade. Da sieht man noch eben Equipment hier, Bedienung für die Klimaanlage, fürs Radio. Ja, haben wir dabei. So, gut, das ist die Küche. Dann geht es mal, sage ich mal, weiter. Wir sind jetzt im Heckbereich hier drin. Dann haben wir hier eine elektrische Kopfteilverstellung im Bett. Kann man rauf und runter fahren. Wir haben unsere Lampen. Wir können hinten auch noch mal die ganze Geschichte einschalten. Gucken wir, ob es funktioniert. So, ja, genau, super. Mit Dimmung nach oben, also wird es hell. Ja, die sind jetzt etwas runtergedimmt, die LEDs. Die kann man auch noch heller machen. Unten drunter Ablagefächer, schöne Schrankfächer oben drüber, alle mit doppeltem Boden drin. Zwei Etagen zum Reinlegen. Rauchmelder ist dabei. Auf der anderen Seite dasselbe. Und da hinten haben wir so schöne offene noch jetzt. Ne? Offene Regale, Lautsprecher im der Seite noch drin. Auch hier eine Höhenverstellung. Und was wir hier haben, ist zum Beispiel jetzt auch noch eine Belüftung, wo man von außen jetzt Frischluft von unten rein bekommt und kann die dann über den Heizkörper direkt erwärmen. Und dann geht die schon beheizt wieder in den Wagen. Ja. Habe ich schon mehrmals erklärt. Ich wiederhole mich dann. Der ist wohl schon ein paar Mal gesehen hat, denkt, der stellt immer dasselbe. Aber ja, es ist ja immer dann auch wieder irgendwo dasselbe. Ne? Derjenige, der es noch nicht gesehen hat, für den ist natürlich neu. So ist es. Also, was haben wir hier? Jetzt haben wir noch einen Stauraum. Da haben wir keine Außenklappe und ein Teppich ist dabei. Den haben wir jetzt nicht reingelegt. Der liegt jetzt hier aufgerollt drin. Und ja, gibt halt nochmal ein anderes Wohnraumgefühl, wenn man den reinlegt. Muss man ja nicht. Ist aber jetzt so mit dabei. Auf der anderen Seite haben wir von außen schon ein bisschen gesehen. Machen wir auch hoch. So, was haben wir hier noch? Da haben wir jetzt, ja, so ein Subwoofer-System. Jetzt sieht man den auch mal. Genau, das ist sowas hier. Also wir haben schon ein richtig cooles Soundsystem hier mit drin. Wir haben hier einen Zentralstaubsauger, ne? Da wo es dann alles mit Rohr und extra lang ausziehbaren Schlauch und so weiter. Das ist für die Cinderella, das sind die Tüten, die man dann braucht zum Reinlegen. Ja, der Karton vom Radio, haben wir ein großes Radio drin, Doppel-DIN-Radio. So, was ist da drunter versteckt? Nix, das ist einfach nur ein Stauraum. Separat ein bisschen. Aufpassen, dass das wieder passt hier. So, dann haben wir da hinten nochmal so einen kleinen Deckel. Da ist jetzt der Wassertank drunter und zwar der Abwassertank. Ja. Der Frischwassertank ist vorne im Bug und der Abwassertank ist hinten. Wir haben hier auch wieder hinten so einen Stellrad, wo man umstellen kann, so dass man direkt den Abfluss nach außen sieht. Man jetzt ganz schlecht das bisschen das Brett davor. Ja, das kann man gar nicht sehen, das ist richtig versteckt hinter dem Brett da. Dann kann man den Hebel runter machen und dann läuft das Wasser nicht in den Tank, sondern direkt nach außen. Hm? Je nachdem, wie halt da die Gegebenheiten auf dem Campingplatz sind, brauche ich es oder auch nicht. Ja? So, das war das hier. Machen wir dazu. Gut. Gehen wir ins Bad. So, was haben wir denn hier? Da haben wir jetzt ein Brett drin und haben hier unsere ganz normale Dusche. Ja, jetzt haben wir da ein helles Brett. Das weiß ich jetzt auch nicht warum. Das bin ich auch überrascht. Weil normalerweise haben wir jetzt dunkle Bretter gehabt. Jetzt haben wir da wieder helles drin. Keine Ahnung. Also gut, das ist jetzt halt so hier. Eigentlich gibt es jetzt die dunklen Bretter. Das regeln wir immer noch. Okay, also machen wir jetzt hier Waschbecken, weil das gefällt mir jetzt nicht. Dann haben wir hier als nächstes die Türe. So, reinschauen. Dann haben wir noch schöne kleine Fächer hier nebendran, wo man was reinlegen kann. Finde ich noch gut. Ja, Beleuchtung. Dann hier nochmal zwei Schränke. Zack, zack. Mit Steckdose im Schrank, sogar zwei. Kann man halt alles schön verstauen. So, nur ein Strom braucht. Das sieht man es gar nicht so im Tagesbereich. Dann haben wir hier unsere elektrische erwärmbare Kleiderstange für Handtuchhalter und so weiter. Und da hinten ist dann unser Kleiderschrank drin, der auch erwärmt werden kann von unten. Da kommt die Warmluft von unten hoch über diese Ausströmer und kann nach oben weg übers Dach. Und dann setzt man halt eine nasse Jacke rein zum Beispiel. Und dann ist die trocken und warm. Ne? So, und da haben wir unsere tolle Cinderella. Unsere Verbrennertoilette. Machen wir schnell aufmachen. So. Jetzt gleich piepsen. Genau, so piepst sie jetzt. Betriebsbereit. Als muss die Tüte da rein und dann kann man die benutzen. Dann drückt man den Knopf, dann fällt es runter, dann wird es verbrannt. Fall erledigt. Ne? Saubere Sache. So, eine Schiebetür haben wir auch. Das heißt, massive Schiebetür. Ich mache mal zu. Tschüss. Zack. Und dann ist das Bad geschlossen.
Und so ist es wieder offen. Also die läuft auch schön. Wir haben halt immer eine Schiene am Boden, das ist halt so. Ja, Dachluke oben, kleine Dachluke, Klimaanlage mit drin, auch Säge beim Imperial. Ganz große Dachfenster und vorne haben wir jetzt noch einen Tisch. So, der Tisch ist jetzt so, dass wir den nicht als Säule gewählt haben, weil ich schränke mich dann ein. Wenn ich den wähle mit Säule, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, den zum Schlafplatz umzubauen. Das wissen wir halt vorher immer nie, wo der Wagen hingeht, wird es benötigt oder nicht. Deswegen wählen wir jetzt diese Variante mit dem normalen Gestell. So kann man auf jeden Fall daraus einen Schlafplatz machen. Wenn jemand sagt, ich brauche es nicht, dann kann man den Tisch auch immer noch umbauen auf einen Säulentisch. Das ist ja dann machbar. Ne? Aber andersrum halt nicht, das ist das Problem. Und somit habe ich halt einfach auch alle Polster dabei. Und wenn ich den Tisch runter mache, den drücke ich einfach nur so runter. Kann man ja mal zeigen, ne? So, zack, und dann machen das Ding, muss das Polster ein wenig hoch hier, und dann ist der halt unten, schiebt den rein und kann den jetzt wirklich auch mit extra Polster, das ist so ein Zwischenpolster, und ich lege dann die anderen rüber zum Schlafplatz umbauen, und der ist auch stabil genug, dass hier jemand drauf schlafen kann, anders wie bei dem Einsäulentisch. Ne? Das sind so die Unterschiede, die man dann bei der Bestellung halt beachten muss. So, genau. Was auch noch cool ist, dass man das Ding ausziehen kann hier. Ich habe da noch so ein Ausziehteil drin. Kann den noch hier verlängern. Das habe ich sonst bei dem Einsäulentisch auch nicht. Ja. So. Die Funktion fällt halt dann, wenn ich den Wagen natürlich mit auf Einsäule umbaue, weg. Das heißt, das wird sonst nicht funktionieren. Das geht nur bei diesem Gestell. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Was haben wir noch? Ah ja, Kühlschrank. Ja, genau, da haben wir noch mal ein bisschen Fächer. Haha, doch was vergessen. Also hier haben wir noch mal Fächer. Da drunter auch. Dann haben wir hier den Kühlschrank von beiden Seiten zu öffnen. Da ist jetzt ein Dometic drin. Einmal unten der Kühlschrank und er hat oben noch ein separates Gefrierfach. Da schauen wir auch noch Schutz rein hier. Zack, auch von beiden Seiten zu öffnen. So wie man halt rangeht. Und da drunter haben wir noch eine Mikrowelle. Mikrowelle mit so einer Herdplatte drin, ohne Drehteller mehr, das ist alles weg jetzt. Das kann man auch zum Erhitzen nehmen hier, kann heiß werden, funktioniert auch so noch. Und darunter haben wir dann nochmal ein Fach. Also Fächer hat es genug. Ne? Dann haben wir hier noch unser Fernseh-TV-Bereich, wo man dann vorne reinhängen kann. Und natürlich unser Bedienteil. Hier oben, wo man dann alles zentral steuert, das ist ja beim Imperial Standard. Und da unten haben wir noch so eine Klappe, das ist auch eine wichtige mit diesem erwärmten Schuhfach, das ist extra eine Wanne drin für Schuhe, damit man da warme Schuhe hat. So, jetzt sind wir aber durch. Ja, gehen wir raus zum Preis. Wie schaut es aus mit dem Wagen? Wo geht's los? Wo hört es auf? Also wir haben jetzt ein 630er Modell 24, geht los bei 83,4, enden bei 101.200 Euro. Der hat jetzt schon ein paar Extras nochmal mit drin, wie zum Beispiel eine Alde Flow 1.100 Euro. Alde Flow heißt, ich kann dauerhaft konstant duschen, bedeutet eben, das Wasser ist nicht mit 8 Liter verbraucht, sondern es wird wieder erwärmt und es geht immer gleich wieder weiter. Dann haben wir eine Verbrennungstoilette drin mit 5.000 Euro, Citywasseranschluss 580, Alde Aqua Clear. Heißt, ich habe dann einen UV-Stab drin, der das Wasser reinigt und somit dann keine Keime im Wasser sind. Extra Antenne für Router, Duo-Kontroll ist drin mit I6, Holzboden in Dusche, Lithium-Batterie 150 Amperestunden, ein Lüfter in der Duschkabine, Pumpe für den Abfluss in der Dusche, Smart TV Remote ist drin, also für diese App-Steuerung, dann haben wir Teppich drin, Panoramafenster vorne, kostet hier natürlich extra, ist klar. Da haben wir einen Spannungsbooster noch drin und die Solaranlage. Eine Auflastung auf 2,8 Tonnen haben wir auch und die Überführungskosten. Dann sind wir beim Endlistenpreis von 101.200 Euro. Wir bieten den Wagen jetzt an für 91.000 Euro. So, also das ist jetzt ein Modell 24, sofort verfügbar, kann man sich anschauen und kann ihn dementsprechend auch mitnehmen. Wer dann ein Angebot möchte, einfach mir schreiben, per E-Mail am besten natürlich, ganz klar. Und ansonsten auch anrufen, vorbeikommen. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, ciao.